In den letzten Jahren ist in Wuppertal ein kreuzungs- und steigungsfreier Rad- und Fußweg quer durch die Stadt entstanden. Die Wuppertaler Nordbahntrasse hat den Radverkehr in Wuppertal nachhaltig verändert. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die sogenannte Rheinische Strecke erbaut und als wichtige Eisenbahnverbindung genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor die Strecke allerdings immer mehr an Bedeutung, sodass sie 1998 endgültig stillgelegt wurde. 2006 gründete sich der Verein Wuppertalbewegung, der in den Folgejahren den Umbau von einer Eisenbahnstrecke in einen Rad- und Fußweg ermöglichte. Die Strecke ist insgesamt 23 Kilometer lang. Der innerstädtische Bereich führt durch dicht besiedeltes Gebiet. Folgerichtig ist dieser Teil der Nordbahntrasse als Radschnellweg ausgebaut. Durch die Topografie der Stadt weist die Strecke zahlreiche Tunnel, Brücken und Viadukte auf. 5 große Viadukte ermöglichen spektakuläre Blicke ins Tal und prägen das Stadtbild. Die 6 Trassentunnel haben zusammen eine Länge von über 2 Kilometern. Seit dem Beginn des Umbaus konnte die Nordbahntrasse zahlreiche Preise und Auszeichnungen nach Wuppertal holen. Die Strecke ist inzwischen ein Vorbild für nachhaltige Stadt- und Verkehrsplanung.